Heute sprechen wir darüber, was du heute tun solltest, anstatt zu lernen. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und heute gibt es mal ein etwas gegenteiliges Video. Weil nicht mal gegenteilig, weil ich glaube nicht, oder ich hoffe zumindest nicht, dass in meinen Videos grundsätzlich die Message rüberkommt, dass man nur lernen sollte. Das, glaube ich, verstehen manche ein bisschen falsch. Das nur vorneweg als Aufklärung, dass das nicht der Fall ist oder auch nicht meine Intention ist. Heute nehme ich genau ein Video in eine ganz andere Richtung, und zwar, was du heute tun sollst, anstatt zu lernen. Und das wird sich jetzt nicht, da werden die jetzt einiges denken, hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, aber das solltet ihr wirklich tun. Und zwar, geht raus in die Natur. Habt Spaß, genießt das Leben und freut euch einfach mal, dass ihr existiert. Egal, was das jetzt konkret für euch ist, was ihr tun möchtet, tut diese Sache. Lernt heute einfach mal nicht. Habt heute einfach mal nicht das Gefühl, lernen zu müssen. Klar, wenn du jetzt im Abi 2019 bist und du hast übermorgen deine Klausur, dann macht es vielleicht schon Sinn, sich darauf vorzubereiten. Aber für alle anderen, für egal, wenn du nicht 2019 Abi machst, sondern 2021, 2023, dann bitte, take a day off. Einfach mal nicht noch produktiver sein, bababam. Und egal was ist, treff dich mit einem Freund, verbring Zeit mit deinen Eltern, mach dir einfach mal nur entspannt Gedanken über die Zukunft. Setz dich für 3 Stunden in die Badewanne und hör deine Lieblingslieder, whatever. Macht einfach nur mal diese eine Sache, weil das wird euch von so vielen Dingen lösen und es wird euch so stark aufzeigen, dass ihr gar nicht die ganzen Sachen machen müsst, von denen ihr denkt, dass ihr sie machen müsst, ja. Das wird einfach überhaupt nicht passieren. Das bedeutet, konkrete Dinge, wie gesagt, geht in die Natur, geht spazieren, trefft euch mit Freunden, macht ein Hobby, was ihr lange nicht mehr gemacht habt. Egal was ist, macht es einfach und schaut, was passiert. Weil in dem Moment, wo ich dieses Video jetzt mache und auch euch sage und ihr es jetzt gerade hört, ihr werdet in dem Moment eine gewisse Resistenz verspüren. Ihr werdet das Gefühl haben, oh ja, jetzt macht ihr so ein Video, aber ich kann nicht. Leo, ich kann nicht, ich muss jetzt echt, also ich habe jetzt in 6 Tagen meine Klausur, also ich habe jetzt heute so viele Hausaufgaben aufbekommen, heute ist halt schlecht, Leo, so, also morgen könnte ich das machen. Ich glaube, ich mache es einfach morgen. Und genau in all diesen Momenten hast du verloren, weil du wieder dich von deinen persönlichen Gedanken überreden lässt, wieder heute mal noch durchzuziehen, heute mal noch, und guess what, du wirst es morgen auch machen, du wirst es übermorgen auch machen. Die einzige Möglichkeit, wie du es wirklich schaffst, für dich von dem Druck, dem Stress und so weiter loszulassen und wirklich mit Genuss gute Noten zu schreiben, ist, wenn du jetzt die Entscheidung treffen kannst, zu sagen, ich mache heute gar nichts. Ihr müsst nicht mal gar nichts machen. Ja? Vielleicht könnt ihr heute Abend noch was machen. Aber jetzt in diesem Moment, egal was jetzt danach vorhattest, genieß einfach mal für eine ausgiebige Zeit, für 2, 3, 4, 5 Stunden, einfach mal wirklich dein Leben. Lass einfach mal los von dem Gedanken, immer noch was machen zu müssen. Und sobald du das machst, wird alles, was du dann danach tust, dir viel leichter fallen. Es fühlt sich jetzt für dich an wie so eine unüberwindliche Barriere. Aber in dem Moment, wo du es tust, wird einfach sein. Okay? Deswegen mach das heute bitte. Tu mir diesen Gefallen. Und dann werden wir uns im nächsten Video hören. Ich glaube an dich, dein Leo. Nobody gonna work harder than me, especially if it's my dream. I can't let none of these looks in vain. No, most of these blessings I can't even see. Praying that I get to breathe, yeah.